So, willkommen zu einer neuen Aufnahme zu Tobit 2. Das letzte Mal sind wir bei der Church hier stehen geblieben, bei dieser Kirche. Könnt mal schauen, wie hieß das Teil nochmal. Ich auf die Karte gucken, Ort gefunden, stande da an. Ich würde sagen, wir gehen da mal rein, bevor wir unseren Weg nach Hatmandor fortsetzen. Das machen wir auch jetzt. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob man da rein kann. Doch, kann man. Ich habe keine Ahnung, was uns da drin erwartet. Oh, wir gehen da jetzt mal rein. Halt, Kollege. So. Einmal Leertaste und dann können wir da reingehen. Ich habe keine Ahnung, was uns da denn erwarten wird. Oha. Okay, es sind tatsächlich Menschen. Ich dachte schon, hier gibt es was zu schnetzeln. Händler. Ha. Toll, ich wollte schon gerade hier Muskete auspacken. Hätte ich schon fast gedacht. So, wir bedienen uns erstmal an den Heiltränken hier. Können wir irgendwas verramschen? Stimmt. Können wir ein paar Mana-Tränke hier geben, weil ich keine Mana brauche. Also erstmal mache ich nichts mit Zauber. Kleiner Stärkungstrank, können wir auch wegtun. Verwester Schädel, den müssen wir behalten wegen der Quest. Mal gucken, was wir bei Waffen noch so haben. Ah, so ein paar abgenutzte Klingen, die können wir noch nicht mal hergeben. Kleinen Dolch hier, den braucht auch kein Mensch mehr. Den Bogen behalte ich, weil den kann ich irgendwann anlegen. Ah, den Kampfstab, den können wir mal wegtun. Kinnstahl, was damit? Eins von den Schildern kann weg. Amulett, was damit? Jetzt können wir uns gleich ein bisschen Ausrüstung kaufen. Und zwar ein bisschen Heilringe. So, die Schwerter können mal weg. Die haben alle nur 7 Schaden. So, lassen wir das mal. Dann schauen wir mal, was der Händler noch so hat. Wir können zwar Heilringe jetzt selbst herstellen. Habt ihr ja in den letzten 2 Parts gesehen, aber ich brauche immer viele Heiltränke beim Schnetzeln, also kaufe ich mir auch ein paar. Na, hier ist ein Zauberer, von dem brauchen wir nichts. Wir bekommen ständig neue Lieferungen rein. Ein Seelenmeister. Eine Seelenerneuerung kostet 500 Auras. Oha. Seelenerneuerung? Was ist denn das für ein Quark? Belastende Erinnerungen. Hab ich alte nicht. Angewohnheiten. So was habe ich nicht, Kollege. Dieser ganze Ballast hält uns davon ab, das Beste aus dem Leben zu machen. So was habe ich nicht. Hilfst du den Leuten dabei, Dinge zu vergessen? Das ist hart. Ich würde eher sagen, durch meinen klärenden Einfluss gehen die Menschen zielgerichtet durchs Leben. Sie können ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. Einverstanden, fang an. Brauche ich, glaube ich, nicht. Wenn du soweit bist, wirst du wiederkommen. Okay, also scheinbar kann man hier irgendwie einen seelischen Schaden erleiden. Ein Bürger. Ja, was ist das schon hier in der Church? Geht's da nicht noch irgendwo weiter hier? Okay, also hier ist nur Handelsplatz. Jetzt Zauberkarten, Magiebücher. Da kann ich alles nichts mit anfangen. Ich bräuchte Lehrbücher für Bogenschießen. Naja, wir gehen hier mal wieder raus. Ich habe schon vorhin gedacht, was es hier drin zu metzeln gibt. Also diese Church, was heißt ein Fehltritt? Ich kann jetzt so großartig an sich hier nichts mit anfangen. Also da ein paar Dinge rauszuholen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir hier weiter. Wir wollen nach Sala. Da steht Yazid. Queen's Crossroads hieß die Kirche, südliches Tor. Aber nach Süden wollen wir noch nicht. Wir wollen irgendwie da nach Hatmandor. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hingelangen sollen. Aber das ist halt nur mal so bei Blind-Titeln, dass man hier umherirrt. So, ich hab... wo ist denn mein Bogen hin? Mach mich jetzt nicht schwach. Wollte schon sagen. Na, jetzt kannst du ihn wieder weglegen. Okay, hier sind irgendwo Gegner. Ich hab Gesellschaft. Wo denn? Wow! Ah, mag ja Pupsis. Ja, ich lauf ja schon. Na, dann komm mal her mit deinem Zauberstäbchen. Ja. Und noch ein Treffer. Geh doch sterben, Junge. Ah, ich soviel erstmal einen Heiltrank. Ich hab die ja nicht umsonst gekauft. So. Zack, bevor der sich wieder hielt. Machen wir ihn direkt down. Gucken, was der Zauberer dabei hatte. Schauen wir mal. Ah, Herz ist immer gut. Schwörenkarte nehmen wir mal mit, aber wie gesagt, ich werde nicht so viel mit Magie arbeiten, denke ich. Ist nicht so mein Stil.
Kommt mal her, ihr lieben süßen Warns. Speichern. Mitten in der Pampa natürlich. Ja, die zwei Figuren hier sehen toll aus. Erinnert mich ein bisschen an Herr der Ringe. Ah, ist wieder so ein Lager der Warns. Wow. Hab ich etwa vorbeigeschossen? Wow. Das war ein Bogenschütze. Geht ja gar nicht. Schön mal, Junge. Ich bin ja immer noch begeistert, wie schnell die laufen können. Also es macht echt schon Schwierigkeiten, den davon zu laufen, den Deppen. Ey. Na komm, ey. Wow. Wuhu. Wenn ich den besseren Bogen anlegen kann, ey, dann geht's ab, ey. Ha! Gerade noch ausgewichen. So. Jetzt muss ich aufpassen, dass der nicht wieder wegläuft. Ach, zu spät. Na, das ist ein bisschen fail, dass die Gegner immer wieder zum Ausgangspunkt zurückrennen. Das finde ich ein bisschen schade. Naja, dann gehen wir halt nochmal hier hoch. So. Jetzt müsste eigentlich wieder auf mich gepeilt sein. Mal gucken. Das Doofe ist der Bogenschütze, der da ist, der stört das Ganze wieder hier. So. Gucken wir jetzt, wenn wir nur den einen angelockt haben. Na komm. Ah, ich habe auch einen Bogen. Komm her, Kollege. Na, so langsam habe ich den Dreh raus. Muss einfach mal kurz ausweichen und dann wieder ein Stückchen weglaufen und dann kann man wieder schießen. Wow. Na, das war doch mal ein Treffer. Also umso länger man den Bogen spannt, ist eigentlich logisch, umso mehr Schaden macht man dann auch. Löffel. Der ist ja doof, wieso bleibt der stehen, ey? Wow. Eigentlich hätte der tot sein müssen. Wow. Ja, ist ja gut. Jetzt weiß ich, warum ich so viele Heiltränke gekauft habe. Wie immer lacht er, wenn er einen Gegner darum gemacht hat. Ich finde das herrlich. Der Held ist cool. Lunchschild, naja, können wir verkaufen. Ich glaube, ich kann auch keine Schilder anlegen. Verkaufen wir einfach. So, mal schauen. Den Maki haben wir down gemacht. Ich weiß nicht, was hier oben noch war. Ein Bogenschütze auf jeden Fall noch. Ich glaube, nur ein Schwertkämpfer. Wir schauen einfach mal. Ja. Hab ich doch richtig gesehen eben. Boah, voll ins Face, ey. Mich aber aufpassen. Der Bogenschütze kommt auch schon wieder angerückt. Wow. Das Tolle ist, der Pfeil fliegt noch los, selbst wenn man selbst getroffen wurde vom gegnerischen Pfeil, fliegt der eigene Pfeil immer noch ins Ziel, das ist sehr realistisch gemacht. Aber bei vielen anderen Spielen ist das nicht so. Da wird das Bogenschießen dann abgebrochen, wenn der Gegner einem getroffen hat. Finde ich eigentlich so an sich sehr schade. Auch so 1:1 gegen Bogenschützen finde ich das sehr easy, weil man braucht einfach nur so ein Stückchen auszuweichen, dann geht sein Pfeil vorbei und der eigene trifft ins Ziel. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Aber ich finde das herrlich. So, mal schauen, ob der auch noch ein Herz dabei hat. Die Mistgabel kann er behalten. Was will ich damit? Ich bin noch kein Bauer. XD. Und weiter geht's. Schauen, ob der... Ne, der hat den gleichen Bogen wie ich. Köcher können wir mal mitnehmen. Den Heiltrank nehmen wir mit. Bogen darf er behalten. Ich habe noch nichts, um die Bogen aufzuwerten. So. Schauen, ob die noch eine Truhe hatten oder sowas. Was zu plündern. Na? Bitte einmal... Ach, nicht springen, mein Held. Schloss knacken. Chance automatisches Öffnen. Ne, das mache ich doch lieber selbst. Zack. 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 Und Schloss offen. Hier waren drei Ringe übereinander. Muss ich also dreimal klicken. Schloss geknackt. Na, aufgemacht. Machete. Wappenrock. Man gibt bestimmt gutes Gold. Sind ja Jäger und Sammler als Rollenspieler. Also nehmen wir das mal schön mit. Können wir dazu Geld machen. So, mal schauen, ob wir jetzt hier auf dem richtigen Wege sind nach Hatmandor. Ich kenne mich in der Wüste nicht aus, aber das sieht doch gut aus. Das sind innerhalb der Markierung in der blauen Fahne. Ne, sind wir noch nicht. Was? Hier liegt ein Warnbo.
Hä?